Hallöchen, meine Damen und Herren, willkommen zu Maple Story. Komisch, überraschend, ne? Dass das jetzt auf einmal doch kommt. Ich habe halt ein paar Kommentare gekriegt und dachte mir, ja, machst du schnell ein Video, ein kleines Update-Video, wie es jetzt bei Maple Story bei mir ausschaut. Und dann im März geht es dann wahrscheinlich wieder aktiver mit Let's Plays hier weiter. Aber das hier ist nur ein kleines Update-Video, also es werden demnächst noch keine Naruto-Videos kommen. Wie gesagt, März wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, 99%. Und das hier ist nur ein Update-Video, verstanden? Okay. Ich weiß nicht, warum ich so behindert rede, ich weiß es nicht. So, das hier sind meine Charaktere, die wollte ich auch einfach noch zeigen hier in dem Charakterbildschirm halt. Und ja, dann gehe ich kurz mal durch. Das hier ist mein Main. Mein Montana, das ist der Madada. Das letzte Video ging auch um Madada, da war er aber erst Level 50 oder so. Ich bin mir gar nicht sicher, das war glaube ich im Schloss mit der Prinzessin, mit der Pilzprinzessin und so weiter und so fort. Und dann habe ich aufgehört irgendwie Parts hochzuladen und aufzunehmen, weil es ging auch immer so flott und es sprach halt nicht meinen Vorstellungen und es hat einfach mal so viel Spaß gemacht, den Nightwalker zu spielen und dann ging es so schnell alles und da war ich auf Level 200, da war ich auch schon Level 203 und das ist jetzt gerade meine Main und der ist ganz schön gut und ich mag den. Gut zusammengefasst, ne? Dann haben wir hier Ohio und der ist Level 190, ein Battle Mage. Dann David Du Shines, das war mein erster Level 200er, ein Luminous. Dann haben wir Kaiser Vitus, Level 132, Vitus Heals, ein Kleriker, Level 153, Vitus Plays, das war mein allererster Let's Play Charakter. Level 113 nur. Müsste ich eigentlich auch noch auf Level 120 bringen, wegen dem Link-Skill. Naja, machst du nix. Dann haben wir Vitus Chills, ein Night Lord auf Level 160. Dann hatten wir Cut the Throat, ein Dualblader auf Level 148. Dann Vitus Shades, ein Shade auf Level 150. Vitus Benz, Mercedes auf Level 224, den ich eigentlich nur gemacht habe wegen dem Link-Skill. Was Link-Skills und sowas sind, wenn ihr euch das fragt, dann kann ich euch das gerne mal erzählen, aber ja. Dann haben wir hier Rin Oku. Inspiriert ist der Name durch Rin Okumura aus Blue Exorcist. Anime. Ein Demon Avenger. Dann haben wir hier Cannibal. Inspiriert ist der Name durch Cannibal. Hannibal. Wisst ihr Bescheid? Ist ein Kanner. Level 145. Ist auch ganz praktisch eigentlich. Dann haben wir Ginkaku und Ginkaku. Inspiriert aus der von den. Also Ginkin halt. Inspiriert. Durch Naruto, die beiden Brüder, die vom Neunschwänzchen gegessen wurden, Ginkaku und Kinkaku halt. Ist ein Zero halt, ne? Ist nett. Entschuldigung für die Stille, ich glaube, da hat gerade jemand an meiner Tür geklopft. Aber keiner antwortet. Sollte ich mir Sorgen machen? Nö, ne? Ist alles okay. Gut, machen wir weiter. Wir waren beim Zero. Dann kommen die Züge. Ist halt ein Zyklus Knight, deswegen Züge. Ein Flame Wizard, eigentlich eine coole Klasse, wo ich überlege, weiterzuspielen. Aber ich weiß noch nicht. Dann haben wir hier den Xenoblade, inspiriert durch das Spiel Xenoblade. Nur, dass es halt ein Xenon ist. Und dann ist es. Ich weiß nicht, warum ich auf so dumme Namen komme. Es tut mir leid. Dann haben wir Rilakkuma. Inspiriert durch Rilakkuma. Den Namen habe ich random gewählt. Weil ich halt gerade drauf kam, auf diesen komischen Bären. Dann Jetto Pistol, inspiriert durch One Piece. Ruffys Attacke. Und ist halt ein Jet auf Level 101. War ein Burning Character, genauso wie Magic Kaito ein Burning Character momentan ist. Burning Charaktere, oh mein Gott, kriegen pro Level Up 3 Level Ups anstatt einem. Und das war halt ein Event und das ist bald vorbei. Und es war ein schönes Event, weil das ging so flott auf Level 100, das war unglaublich. So, und ich habe mir Magic Kaito inspiriert durch Magic Kaito aus Detektiv Conan oder halt Magic Kaito. Welchen Anime man gerade so kennt. So, jetzt wollen wir aber zurück zum Anfang. Madada, den Charakter will ich euch näher vorstellen, aber jetzt muss ich erstmal switchen und zwar so, dass ihr nichts mehr seht. So, jetzt seid ihr natürlich blind, das ist sehr gut, dann könnt ihr nicht sehen, was ich eingebe. Dreimal im Kreis drehen, ja, genau. Dann das Blut einer Jungfrau hier eingeben. Ja, das Passwort ist ja.
Okay, war erfolgreich. Alles erfolgreich eingetippt. Jetzt dürft ihr auch wieder gucken, aber ich muss, glaube ich, was umstellen. Ja, muss ich. Einen Moment, por favor. Seht ihr das jetzt? Ich weiß es gar nicht. Wie stelle ich hier die Größe um? Ah, da. Hihi. Schön, ne? Jetzt seht ihr alles. Das bin ich. Hallo. Das ist mein Charakter. Der Night Worker Madara, inspiriert durch Madara aus Naruto und auch inspiriert durch Hakuna Matata. Ihr wisst Bescheid. Das ist nämlich mein Motto. Ja. Oh, ich habe gelogen. Ich habe 313k Damage. Oh ja, 313k, 320k ist fast das gleiche. Ja, das hier ist meine Range. Ich habe es geschafft, hier Legendary Abilities hinzubekommen. Ich weiß nicht warum oder wie ich das gemacht habe. Ich habe einfach random Reset, Reset, Reset. YOLO, 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 YOLO. Und auf einmal das Legendary. Und jetzt mache ich nicht mehr YOLO, weil Legendary ist das Höchste, was man bekommen kann. Und dabei lasse ich es auch. Deswegen, ja, resette ich jetzt einfach mal. Ne? Tschüss. Nein, Spaß. Brauche ich immer 10.000, 100 Punkte, damit ich einmal resetten kann. Und ich kriege hier einfach keine guten Stats hin. Fragt mich nicht, warum. Es sind einfach solche langweiligen Lag plus 6. Ja, toll, bringt mir total viel Stats. Und ja, das versuche ich noch zu ändern. Mal gucken, ob es klappt. So, dann kommen wir zu meinem momentanen Equipment. Ich meine, man sieht ja nichts. Ich habe ja hier Cash-Sachen an. Deswegen, blieb. Heute beim Valentins-Event, was morgen schon vorbei ist, hat man dieses komische Herz gekriegt, was einen umkreist. Ja, ist ganz nett. Ich glaube, das ist aber für 3 Monate oder so. Aha, okay. Meine momentanen Equips. Hier seht ihr sie. Cool, ne? Das war es dann auch schon. Ein Spaß. Ja, wir gehen jetzt einzeln durch. Ich bin voll der Witzbold. Ich bin so witzig. Ich bin, boah, Alter. Ich bin der Knaller. Silver Blossom Ring. Plus 2. Kriegt man von. Lasst mich lügen. Horntail? Müsste Horntail sein. Normal und Chaos Horntail sollten diese Ringe droppen? Oder war es Sakum? Ich glaube, es. Nein, es ist Horntail. Es ist auf jeden Fall Horntail, weil ich habe jetzt noch so einen von so einem Ring und ich habe heute nur Horntail gemacht. Das heißt, es kann nur Horntail sein. So. Dazu kommen wir später. Dann. Einen kompletten Sylphenring plus 10. Den hat man vom Event gekriegt. Das Schöne ist, er kriegt, hat ein Potenzial, womit er noch 10 plus 10% Boss-Damage verursacht. Und da oben rechts schreit gerade einer. Halt die Klappe. Geh weg. Ich kann mich nicht konzentrieren. Bei Stilis, bei Assassin, ja, tschüss. Dann Iphias Ring. Kriegt man bei von Leon in der Nähe. Muss man solchen Quest machen mit Blumen und so. Da musst du dich um einen Garten kümmern. Boah, das klingt voll aufregend, ne? Um Garten kümmern, das wollte ich schon immer mal im Game machen. Dann haben wir hier den Fox Ring. Den habe ich gekriegt, als ich mit dem Shade ganz schnell gelevelt habe, während des Events, als der Shade gerade rausgekommen ist. Und den kann ich immer zwischen den Charakteren hin und her switchen. Und das ist ganz schön, weil der hat ganz schön gute Stats. Zum Beispiel auch Weapon und Magic Attack plus 4. Unter anderem auch Unique Potential. Ich glaube, das kann ich sogar rerollen, oder? Müsste ich mal machen. HP Recovery und Item Skills, ja, ist gut für meinen. Wie heißt er denn? Das muss ich mal wirklich rerollen, weil, wenn ich dann hier gute Stats habe, dann kann ich die immer switchen zwischen den Anfängercharakteren. Oh, das ist eine Idee. Und die werden dann mega stark direkt vom Anfang an. Das ist cool. Dann haben wir hier Pink Holy Cup. Habe ich gefunden bei Pink Bean. Ist super toll, weil die hat Weapon Attack plus 10. Das ist schon eine Menge. Und außerdem All Stats plus 4%. Und dieses Pocket, um diesen Pocket zu Slot zu kriegen, habe ich bestimmt, keine Ahnung, einen ganzen Tag lang Charm-Haare gefarmt. Charm-XP gefarmt, meine ich natürlich. Oh mein Gott, wie konnte ich das nur sagen? Dieser Schelm. So, und das ist genau das hier. Man muss, braucht Charm auf Level 30, um diesen Pink, nee, dieses Pocket Slot hier freizuschalten. Ansonsten geht das nicht. Das ist traurig, aber leider wahr. So. Kann ich hier noch was zeigen? Ja, hier, ich habe Herbalism, also Gärtnerei. Nenne ich es einfach mal kurz auf Level 5. Dann habe ich Mining auf Level 8.
Und Alchemie auf Level 5, was aber da relativ leicht zu leveln ist. Ich kann später zeigen, wie das genau geht und wenn ich das auf Level 10 bringen will. Okay, wir waren beim Pink Holy Club. Im Pink Holy Club. Da hat jeder ein Pink Holy Cup. So, dann haben wir hier. Ich will das jetzt schnell zu Ende bringen, weil ich wollte eigentlich nur kurz machen. Horntail Necklace auf dem zweiten Pendant-Slot. Eigentlich kann man nur einen Pendant ausrüsten, aber ich habe mir mal einen Pendant-Slot für immer gegönnt. Beziehungsweise ist es gar nicht für immer. Man sieht unten, the slot use expiry date is 0005-2.2079. Was ist, wenn ich 2079 nicht mehr bei Zurück spielen will? Ich weiß zwar nicht, was 0005 heißt, aber vielleicht ist es der 5.2. Ich weiß es nicht. Was, wenn ich da spielen will? In 63 Jahren. Dann habe ich diesen Slot nicht mehr, obwohl da stand, dass der für immer ist. Komisch. Dann haben wir hier Awakened Sylph Pendant. Das kam mit diesem Quest hier, also der kam danach. Den habe ich auch auf Level 10 und für jeden 4. Für jede 10 Charakterlevel kriegt man 4 Look. Das heißt insgesamt, lasst mich rechnen. Ich bin Level 203, das heißt 40, 80. 80 Look. Plus die 40 Look, die man so kriegt. Look, ich sage immer Look, weil halt das C fehlt. Also Luck plus 40, das heißt 120 Luck, das ist ordentlich. Dann kommen wir zu meinem Schätzchen, und zwar meiner Waffe. Diese Waffe zu bekommen war so anstrengend. Da muss ich mich nochmal beim Phantom bedanken, weil wir haben zusammen gefarmt für diese eine Waffe. Die hat nämlich 1,8 Milliarden gekostet. Wir saßen da, keine Ahnung wie lange im, wie nennt sich das, da wo alle leveln auf Level 165, im Stronghold. Stronghold? Alter, heißt es Stronghold? Nee. Kingdom Hold, Knights. Ich habe vergessen, wie es heißt. Moment, ich zeig's mal kurz. Dauert ja nicht lange. Ich bin da in der Nähe. Also ich kann euch empfehlen, wenn ihr Level 165 seid, levelt auf jeden Fall dort, wo ich jetzt zeige. Und zwar genau hier. Irgendwo da. Da. Knight Stronghold. Ja, ist halt Stronghold. Da kann man super duper leveln. So, das Video geht schon fast 15 Minuten. Das will ich gar nicht so lange machen, oder? Ich glaube, ich muss ein paar Minuten abziehen, weil ich am Anfang zu viel Scheiße gebaut habe. Das schneide ich nämlich raus. So. Ach ja, nein, ich bin noch nicht fertig. Genau, dafür haben wir dann unendlich lange gefarmt. 1,8 Milliarden zusammengekriegt. Dann habe ich mir das Ding gekauft. Das war halt clean. Also es hatte gar nichts. Es hatte nur diese All-Stats 5%. Und deswegen war es auch so teuer. Und ich wollte es unbedingt haben, weil wegen All-Stats 5%, was ziemlich viel ist. Dann, also das war mir natürlich noch nicht genug, habe ich mir immer diese 100% Miracle Scrolls gekauft, die Attacke plus 9 bis 11 bringen. Jeweils. Und dann 8 Stück draufgepackt. Das war mir immer noch nicht genug. Dann habe ich mir einen Hammer gekauft von einem Event, einen 100% Hammer. Habe den draufgepackt. Dann konnte ich natürlich noch Scrollen mehr draufpacken. Habe ich auch gemacht. Das war mir immer noch nicht genug. Und den zweiten Hammer kann man nur aus dem Cash Shop holen. Dann habe ich mir bin ich in den Cash Shop gegangen, habe mir noch einen Hammer gekauft, hat den auch draufgepackt und nochmal eine Miracle Scroll draufgepackt, damit er nochmal plus 9 bis 11 kriegt. So. Und deswegen kommen auch diese plus 151 Weapon Attack zustande. Woher die Magic Attack kommt, weiß ich gar nicht. Passt das überhaupt rechnerisch? Plus 10? 10 mal. 10 mal 10, 100. Ja, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. 100 plus 86 ist 186. Ah ja, plus die Sterne, die ich da draufgepackt habe. Da gibt es da noch mehr Weapon Attack, stimmt. Habe ich vergessen. Deswegen kommt auch wahrscheinlich die Magic Attack daher, glaube ich. Müsste eigentlich. Ja, kommt sie auch. Ja, und dann gab's mal hier. Wie heißt dieses Cubing-Event?
Miracle-Time, genau, Miracle-Time. Da habe ich mir ein paar Cubes gegönnt. Das Ding war auf Epic. Ich habe eine Epic Scroll draufgepackt. Dann war das Viech Epic. Dann kam halt das Cube-Event. Das war mein erstes Mal Cubing, so richtig. Dann habe ich es halt nach drei Cubes auf Unique gebracht. Und dann habe ich mir nochmal, keine Ahnung, wie viele Cubes gekauft. Ich glaube, es waren 40 oder so. Die waren halt günstig und ich hatte gerade das Geld. Und deswegen dachte ich mal, ich gönne mir mal und hoffe, dass ich mal auf Legendary komme. Aber es ist Unique geblieben. Deswegen habe ich nur die 9% Luck, 6% Dex und 15% Ignore. Und meine Additional Potential ist komplett für den Arsch. Da habe ich nur Weapon Dev, Magic Dev und Jump. Ja, also. Da muss ich auch nochmal ran und das ändern. Okay, aber genug von meiner Waffe. Ah ja, genau, und das Soul ist drauf, die Fortress Mugong Soul. Die kann ich ja mal zeigen, ich kann es ja mal hier anmachen. Zack. Ach ja, ich muss sie erstmal aufladen. Okay, ich kann sie euch nicht zeigen, seht ihr dann später. Dann haben wir den Gürtel. Ein stinknormaler Gürtel mit Allstats 4%, deswegen behalte ich ihn noch an. Und ich finde keinen besseren. Den habe ich aus Verascent bei Kerberos geholt. Der ist eigentlich gar nicht selten. Den kriegt man relativ einfach. Dann den Royal Assassin Bonnet. Den habe ich aus dem Flohmarkt. Allstats 4%, deswegen habe ich mir geholt. Epic Potential, weil ich eine Epic Potential Scroll draufgepackt habe. Und ich hatte das Glück, direkt Luck 6% zu bekommen. Was wunderbar ist. Dann haben wir hier Condensed Power Crystal, was man von Sakum kriegt. Mit Allstats 3% ist auch ganz schön. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen, kein Potential, bla bla. Dann haben wir hier ein Epic-Item, ein Aquatic Letter Eye Accessory, Accessory, wie der Deutsch sagt. Und da habe ich eine Epic Potential drauf und Luck plus 3%, was mich auch höchst erfreut. Azurazi braucht man nicht unbedingt, aber ich habe jetzt Azurazi 6%, was soll's. Dann haben wir hier ein Rare-Item. Was ich aber versuche noch auf Epic zu bringen, da man am Samstag, diesen Samstag, den, lass mich lügen, im 20., das müsste der 20. sein, 20.2. kriegt man eine Epic Potential Scroll 100% für Lau, weil das hier Hot Week ist, die jetzt kommt, dann kriegt man hier mal so ein Geschenkding, das machst du auf und dann kriegst du ein Geschenk und das ist schön, dann freust du dich und dann gehst du schlafen. Und ja, das versuche ich dann auf Epic zu bringen. Dex 3% ist ja auch nicht wirklich das Beste. Das gleiche gilt für meine Hose. Da brauche ich auch noch eine Epic Scroll, die ich dann drauf packe. Weil die hat auch gerade mal zwei Lines. Das ist noch ein Nachteil von der Hose. Aber sie hat 4%. Ich habe immer darauf geachtet, dass die ganzen Sachen, die ich kaufe, auch möglichst viel Prozent haben. Es war fucking teuer. Aber es hat sich gelohnt. Ich habe halt 313k Damage ohne Buffs. Und das ist cool. So. Dann haben wir hier die Schuhe. Sind ganz normale, langweilige Necromancer Chaser Shoes. Die kriegt man bei Hilla. Aber sie haben auch 4% All Stats. Boah, mehr kann man dazu nicht sagen. Dann haben wir die Deciduous Earrings. Die haben ein Epic Potential direkt, glaube ich, von Anfang an gehabt. Was super geil ist. Obwohl, habe ich die aus dem Flohmarkt? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Wo habe ich die her? Weil ich habe noch nie auf 13 Sterne hochgeskillt. Ich habe die, glaube ich, aus dem Flohmarkt und die waren so günstig, dass ich mir dachte, boah, die muss ich mir holen. Vor allem mit Epic Potential. Dann habe ich es aufgemacht und hatte glücklicherweise 6% Luck und 3% Dexterity. Und mit Def 120 natürlich das Wichtigste. Das war der Kaufgrund, die magische Defensive. Das war wichtig. So, dann die Meisterscholas plus 1. Da habe ich auch glücklicherweise beim ersten Versuch Luck 3% gekriegt. Ich weiß nicht, was los war. Ich hatte irgendwie eine Glückssträhne bei dem Öffnen der Potentials. Naja, sonst ist es ganz normal hier. Wäre natürlich schön, alle Meistergegenstände zusammen zu bekommen, weil dann kriege ich Weapon Attack plus 40, Magic Attack plus 40 und 20% Boss Damage, was eine Menge ist. Dann Necromancer Chaser Glove kriegt man genauso wie die Necromancer Schuhe von Hilla. Hilla, illa, ee. Und das Geile hier an diesen Handschuhen ist 6% Allstats. Ich glaube, das Höchste, was geht, ist 7% Allstats. 6% ist also eins davor. Das ist mega gut. Aber hier leider nur Int. 3% als Potential. Schade. Dann haben wir hier den Lotusreuter. Und da kann ich euch mal was zu erzählen. Aber das mache ich erst gleich.
Ist von dem Event, die ist halt Lotus. Moment, kann ich mal. Ich habe gar keine Musik an und so, ne? Ist voll traurig gerade hier. Ich hasse es eigentlich, wenn man Maple ohne Musik spielt. So ein bisschen Musik reinmachen. Nicht zu laut. Zack, Mitte. Läuft. Oh ja. Emotions. So. Wo ist mein Lotus? Ich verstehe es nicht. Lotus? 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 Lotus, wo bist du? Komm zu mir, Lotus. Ich suche dich. Ach, da ist er ja. Da ist Lotus, verdeckt vom Drachen. Ich kann den Drachen gleich mal wegnehmen. Oder mache ich jetzt? Hier, das ist mein Drache. Storm Dragon ist wie immer da. Hat Pickup Item Skill und Pickup Uncontested Item Skill. Nehme ich weg. So. Jetzt ist der Engel im Weg. Ich raste aus. Das ist Lotus. Da haben wir ihn. Er redet lustig. Moment, man hört es nicht. Ich muss ein bisschen, glaube ich, davon mehr. Noch mehr? Komm schon. Aus irgendeinem Grund wurde Lotus mit einer weiblichen Stimme ausgestattet. Fragt mich nicht warum. Es ist merkwürdig, immer wieder, wenn ich reinkomme, "You must be my boss" zu hören von einem männlichen Dude. Der klingt wie eine Frau. Komisch. Aber wahr. Da wollte ich gar nicht hin. So, wir waren hier. Genau. Wir haben Lotus gesehen. Da will ich noch gleich was zu sagen. Dann haben wir das Boss-Arena-Emblem. Dafür muss man 10-mal die Boss-Arena absolvieren, glaube ich. Und es ist einer der wenigen Emblems, die man hier im Spiel bekommen kann. Und jetzt habe ich halt das hier und da habe ich Potentials draufgepackt. Und ich habe Total Damage plus 4%, Luck plus 2% und Attack plus 6% drauf bekommen. Haha, das ist mega nice. Dann die Crystal Ventus Badge, auch einer der besseren Badges, die man hier bekommen kann, von Magnus. Ja, es müsste Magnus sein. Dann Maple World Savior habe ich gekriegt. Da steht es ja auch, glaube ich, unten. A medal given to those who cleared Black Heaven Act 6 and saved the world. Ja, ich habe Lotus besiegt und dann diese Medaille hier erhalten. Aber ich habe nur den Story-Lotus besiegt. Der eigentliche Lotus ist, glaube ich, noch zu stark für mich. Und ich kriege den alleine auf keinen Fall hin. So. Every Brilliant Epic Item, das ist das Item der Cygnus Knights. Und da bin ich überhaupt nicht mit dem Potential zufrieden. Stärke plus 6%, In plus 12 und Luck plus 3%. Es geht auf jeden Fall besser. Und Additional Potential ist auch für den Popo. Da hatte ich nicht so viel Glück. So, hier haben wir noch einen Umhang für Level 140. Ein Pencil Chaser Cape. Mit 5% All Stats, was mega nice ist. Und Unique Potential. Ich glaube, das habe ich von dem Phantom. Das habe ich nicht selber gefunden. So. Dann haben wir hier einen Childhund Friend Heart, den ich aus dem Shop gekauft habe. Also im Flohmarkt. Und ich habe da eigentlich noch einen Slot drauf frei und warte darauf, dass ich gute Scrolls bekomme, so dass ich das Item jetzt nicht verhunze. Weil Herz-Items kann man mit Weapon-Scrolls upgraden und die habe ich nicht. Leider. Also ich habe schon welche, aber keine guten. Und ich würde gerne welche mit plus 10 oder sowas drauf machen und nicht nur hier diese ganz normalen Upgrades. Und das war's hier auch schon. Dann habe ich hier noch Cash-Items, hier Transparent, her, Transparent, Transparent. Ich habe mir das komplette Transparent-Set gekauft, weil das hier permanent angeboten wurde. Dachte ich mir, ich gönne mir mal ein paar Cash-Items und die hier habe ich aus dem Flohmarkt gekauft. Einfach weil sie so schön passend zu meinen Augen sind. Und zum Ohrring, ich bin allgemein so ein blauer Typ. Nur die Haare sind grau. Beziehungsweise schwarz eigentlich. So, und dann dieser Ring vom Valentinstag und dieser Ring vom Pink Bean Event. Der macht das hier und der Valentinsring macht diese Herzen. So. Dann, das Schöne an meinem Androiden hier ist, dass er einen Shop besitzt. Back! Da sieht man es, das ist der Shop. Und das Coole an diesem Shop ist, vor allem als Nightwalker oder allgemein als jemand, der Munition braucht, man kann Munition hier aufladen. Und deswegen ist das supi-tupi, immer einen Shop dabei zu haben. Und man kann hier auch immer natürlich schön Sachen verkaufen hier. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Ich habe auch hab ich das alles nicht verkauft. Hier habe ich noch zu viele Tränke. Blabliblub. Alles muss raus, alles muss raus. Hier weg, 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 weg. Das hier weg.
Da ist hier weg. Immer diese Tränke hier sammeln bei Bossen und dann verkaufen. Das bringt eine Menge Misos. Metzots. Die man gut gebrauchen kann. Hier habe ich auch vom Valentine's Event. Das bringt Weapon und Magic Attack. Plus 80. Was fucking viel ist. So. Ja, sonst habe ich nichts zu verkaufen, glaube ich. Vorerst. So, was kann man noch zum Charakter sagen? Ich bin schon bei 25 Minuten. Holy shit! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was laber ich hier? Das sollte ein kurzes Video werden. Haha, okay, jetzt machen wir hier aber ein Upgrade-Video und dann im März können wir direkt starten. Da muss ich nicht erklären, was mein Typ alles so hat. Dann sage ich einfach hier das Video, das wird alles gesagt und das ist mein momentaner Stand. So. Ah ja, hier habe ich noch ein Herz, das habe ich von der guten Eimi gekriegt, auch Rattata genannt. Und mit diesem Herz habe ich herausgefunden, dass mein Android beliebige Herzen aufrüsten kann. Ich hatte erstmal Angst, Herzen wie das Childhood Friend Heart zu kaufen. Aber dadurch wurde mir die Angst genommen durch das Stars Heart. Und ich habe mir einfach hier dieses Herz gegönnt. Weil bei den Herzen kommt es nicht darauf an, was da steht. Zum Beispiel bei dem Childhood Friends Heart steht ja unten: Can only be used by the Dark Hound Android. Und wie man sieht, ist mein Lotus kein Dark Hound Android, sondern ein Lotusroid. Und mein Lotusroid ist Rang 9, genauso wie dieses Herz Rang 9 ist. Und deswegen kann ich es ausrüsten. Obwohl ich mit diesem Herz auch das Glück hatte, dass ich direkt Luck plus 2% gekriegt habe. Hier jedoch nicht. Hier ist es leider nur Dex plus 2%. Dex ist zwar auch nett für einen Dieb, aber trotzdem nicht so wichtig wie Luck. So. Jetzt kann ich die ganzen Sachen durchgehen. Toll. Hier ist alles gar nicht so interessant. Jetzt habe ich eine Sudden Mission, die ich jetzt aber nicht erledigen werde. Oh, ich sollte mal Reward Points abgeben. Ist eine Idee. Mache ich mal. Ist mal so nebenbei. Hier. Hey. Hey. So. Yes, please. Yes. Give me Reward Points. Thank you, thank you. Ja, hier habe ich ein paar Sachen. Das hier habe ich von einem. Wie heißt es denn hier? Friend Story. Da. Friend Story, genau. Das hier. Das hier ist Friend Story. Macht das unbedingt. Das ist verdammt witzig. Ein verdammt tolles Event. Und eine schöne Geschichte. Das ist. Also, es hilft eigentlich kein bisschen. Es bringt nicht viel XP und coole Sachen eigentlich auch nicht wirklich. Bis auf, dass ihr hier so eine Sache bekommen könnt. Aber das ist halt kein Cash-Item, sondern ein Fuse-Item. Da wurde halt eine Rüstung genommen und das Aussehen verändert. Und da habe ich hier halt, das behalte ich halt, weil das cool aussieht. Dann Royal von Leon Chaser Cape, die ich eigentlich nur habe, weil ich dann, weil ich Charm gelevelt habe. Dann Bronze Cross Ring, den habe ich. Wo habe ich den her? Also gut ist er jetzt nicht. Und ich kann ihn auch nicht traden. Ich habe keine Ahnung, wo ich den her habe. Egal. Dann habe ich hier den Grand Adventure Ring. Wo habe ich den her? Muss irgendein Event gewesen sein. Ich habe keine Ahnung. Dann den Avarice Pendant. Also ja, dieser Pendant bringt hier mehr Drops im Monsterpark. Dann haben wir das Alien Fragment Necklace, was mir aber weniger bringt als momentanes Pendant. Deswegen grade ich es nicht weiter ab. Und warte darauf, dass ich die anderen Alien Fragment Sachen kriege. Das habe ich halt von einem Alien Party Quest, den man ab Level 200 machen kann. Dann kommt Cygnus Best Friend, das habe ich von Friend Story. Ist halt eine nette Medaille und sieht ganz hübsch aus, deswegen habe ich sie behalten. Dann eine Rose, die ich eigentlich nicht mehr brauche. Ich behalte sie aber, weil es eine Rose ist. Man weiß ja nie, wann man damit einen Joke machen kann. So. Dann Shinsu School Badge ist auch von Friend Story. Aber ist eine schlechte Badge. Ich glaube, man kann die aber weiter upgraden. Ich habe keine Ahnung, wie gut die wird. Dann haben wir das Aqua Snowboard, was ich einfach nur aus Nostalgiegründen behalte. Das war mal ein Event, wo man alte Sachen kaufen konnte. Genauso wie das hier. Habe ich die Boards behalten, weil man die damals vor gut 7 Jahren, als es nur 4 Klassen gab oder so, ja, als es 4 Klassen gab und nicht, noch nicht mal eine 3-Berufssteigerung, da habe ich angefangen. Habe ich ja im ersten Video, was ich hier von Maple Story hier gemacht habe, erzählt. Dann gab es halt diese Boards und wer die hatte, war mega cool. Und die werden jetzt momentan nicht mehr von Monstern gedroppt. Es gibt halt noch Nostalgie-Events und da habe ich die beiden her.
Dann haben wir hier den Orchiroid, was das Gegenstück zum Lotusroid ist. Sie hat eine weibliche Stimme, aber das passt ja auch, weil sie ein weiblicher Android ist. Aber sie hat keinen Shop. Deswegen bleibe ich beim Lotus. Und weil Lotus einfach Boss ist. So. Ah ja, ich kann den Shop auch betreten, indem ich hier Doppelklick mache. Dann ist man im Shop. Das ist cool. Da muss man nicht immer hier ins Menü gehen. Und der Rest ist eigentlich uninteressant. Ah, hier habe ich noch eine schöne Haarspange von der Amy gekriegt. Von RatataLP auf YouTube, glaube ich. So. Und das sind Sachen, die habe ich halt durch normale Drops, Monster-Drops gekriegt. Die findet man überall, wo Monster-Level 150 plus sind, 160 plus. Dann haben wir hier die Quabi Throwing Staff und Infinite Throwing Knives, die ich habe. Ich habe auch nur eine Reihe, weil das reicht mir, da ich sie ja immer wieder hier aufladen kann, wie gesagt. Dann hier die Tränke, die ich immer bei Kerberos sammle im Veracent. Immer die untradable Sachen, weil ich muss die ja nicht traden, ich brauche die selber. Dann All Cure Potions, die man immer schön bei den Elite-Monstern sammelt, sollte man behalten, ist gut für Bosse. Pet Food für mein Pet, das gerade nicht anwesend ist hier. Den Storm Dragon. Dann, wie weit bin ich denn schon? Wie lange geht das jetzt? Boah, 32 Minuten, ich bin... Na, sieht man oben die Leiste? Das ist ärgerlich. Die sollte eigentlich nicht zu sehen sein. Merkwürdig. Sieht man die oder sieht man die nicht? Egal. So, hier mein Konsuminventar. Alter, das dauert noch Jahre, bis ich fertig bin. Und ich laber ohne Ende. Also, hier haben wir die Harawi Throwing Stars. Elixier, bla bla bla, habe ich alles gesagt. Dann habe ich Return Scrolls, damit ich auch mal schnell in die Stadt komme. Die kann ich aber auch immer wieder hier kaufen. Glaube ich, ja, hier. Die Return Scrolls. Das ist immer geil. Da komme ich schneller zurück. Dann haben wir hier Miracle Cube Fragments, die ich gekriegt habe, als ich gecubed habe. Das waren die Standard Cubes, die man mit Reward Points kaufen konnte. Und hier habe ich noch Red Cube Fragments, die ich dann halt auch gekauft habe mit Cash. Cash. Dann Lion King's Medals von Leon. Die habe ich gesammelt, um die Rüstung zu bekommen und dann anzuziehen, und die Rüstung bringt Charm-Punkte und dann habe ich Charm-Level gesammelt und bla 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 bla. Dann habe ich hier noch verschiedene Souls, von jedem Boss glaube ich mindestens eine. Könnte sein, dass eine fehlt oder so. Vielleicht. Weiß ich nicht, gehe ich jetzt nicht alle einzeln durch. Dann habe ich hier noch einen Golden Hammer, 50%. Den benutze ich immer für Sachen, die nicht so wichtig sind, weil 50% scheitert meistens bei mir. Dann Firepower Case, also momentan ein Event, da werden die werden von jedem Monster gedroppt, das es hier gibt. Und die Petite Rose, die ich auch vorhin schon angesprochen habe. Dann haben wir hier verschiedene Items, um Bosse zu betreten. Dann Piece of Time, die von Dingens gedroppt werden, von solchen Steinen, die man abbauen kann. Dann Dream Fragments, die von Monstern gedroppt werden. Dann Soul Lantern, die man für den Boss braucht, und zwar für Krexel. Ja, diesen Baum da halt. Dann Purification Totems, die ich gebraucht habe, um diese Lion King Metal zu bereinigen, weil man kann die nicht einfach so benutzen. Man muss 50 Purification Totems mehr haben und dann geht das. Habe ich aber momentan nicht. Dann habe ich hier noch das Dragonsword. Ich glaube, das brauchen wir für Horntail. Braucht man das überhaupt? Kann ich wegwerfen? Na, ich lasse das mal lieber. Dann Tiger Stripe Ticket. Brauchte ich für Monsterpark und brauche ich für Monsterpark. Manchmal gehe ich da rein, um irgendwas zu machen. Ah ja, genau. Ich bin reingegangen, auch um Charm-Level zu sammeln. Weil man konnte im Monsterpark Münzen sammeln. Habe ich Münzen von dem? Moment. Hier ist mein Coin Pure. Ja, hier. Monsterpark-Münzen. Die habe ich halt gesammelt und mit 50 oder 100 Münzen konnte man sich ein Schnurrbart kaufen. Dann habe ich mir ein Schnurrbart gekauft und der Schnurrbart bringt plus 100 oder 150 Charm-Punkte. Und damit habe ich auch meinen Charm gelevelt. Es war halt eine große Arbeit, aber ich kann dazu auch in anderen Videos mehr sagen. Dann sind hier meine Spell Traces, womit ich meine Item und weiteres upgraden kann. Und zum Beispiel hier könnte ich das Herz hier reinpacken und dann könnte ich upgraden. Aber mache ich jetzt nicht. Habe ich auch nicht nötig momentan, glaube ich. So, dann haben wir, weiter geht's, Time Rock, gedroppt von Pink Bean, genau, Pink Bean, bla bla bla, ist ein Boss. Dann Advanced Item Crystals, die ich
komme, wenn ich Sachen wie das hier zerlege. Ich zerlege die immer, ich verkaufe die nicht, die Sachen, weil was ist das denn? Diese Item Crystals, war ich hier wohl fertig? Ja, war ich. Boah, ich bin so am Labern, so lange gelabert habe ich schon lange nicht mehr. Haben wir hier Advanced Item Crystals, genau, das ist die schlechtere von den beiden hier, weil hier sind die Superior Item Crystals und die kann man gut im Flohmarkt verkaufen und kriegt dadurch Geld. Dann habe ich hier Alchemist Stones, die ich brauchte, um mein Alchemie-Level zu leveln. Dazu auch später mehr. Dann Confusion Fragments, eine der seltensten Steine, die man hier bekommen kann. Kann man auch nur abbauen. Ich behalte aber meistens immer einen im Inventar, damit der hier als Platzhalter dient, weil ich sonst Angst habe, dass ich überfüllt bin, obwohl das bei meinem Etc.-Inventar ziemlich gut aussieht. Ich glaube, ich habe da schon 3 Erweiterungen bekommen durch Events und das ist ziemlich gut. Dann Philosopher's Stones, das ist der Schandenstein für jeden, der versucht, Superior Crystals zu farmen, weil neben den hier kriegt man unendlich viele von denen hier, obwohl man eher die hier will. Das ist immer traurig. Twisted Time wird von den Monstern gedroppt, 150 plus, glaube ich. War schon da drunter, ich weiß es nicht. Dann Grand Spell Traces Essence ist genauso. Es wird auch, glaube ich, von Stein gedroppt, beides. Dann Cubic Blade wird von Elite-Monstern gedroppt. Und Cubic Chaos Blade wird auch von Elite-Monstern gedroppt. Damit kann man Cubes herstellen oder diese Blades einfach verkaufen, damit dann der Käufer hier die Blades einfach herstellen kann und man selber mehr Mesos hat. Soll ich mal wieder ein paar Mesos farmen? Ich bin ganz schön arm. Dusk Essence wird von Pflanzen gedroppt. Kann man ab und zu mal auch gut im Flohmarkt verkaufen. Nur Primal Dusk Essence bringt mehr. Das will ich auf jeden Fall aufbewahren und verkaufen. Dann Crusader Coins. Davon habe ich auch ziemlich viele. Sollte ich mal eintauschen. 1516. Kriegt man durch Bosse und kann sie zu Spell Traces umtauschen. Deswegen, das ist easy, Spell Traces zu farmen. Dann Clover Coins kam. Premium Dungeon Event, da habe ich mir ein paar Tickets gekauft und dann konnte ich da rein und dann kriegt man diese Coins und dann kann man sich davon was Schönes kaufen. Ich bewahre die mal auf, vielleicht kommt dann wieder Premium Mini Dungeon und dann kann ich die sammeln und kann ich was Cooles kaufen. Dann habe ich hier ein paar Slotbags, hier habe ich meine Erze. Ist immer schön ein paar dabei zu haben, man weiß ja nie, wann man welche braucht. Und meine Samen. Hier Samenspende, wenn jemand will. Meine Coins. Das kriegt man von Magnus. Ja, ich glaube schon. Dann Oder Coin hat man von diesem Schulevent gekriegt, was aber jetzt gerade nicht mehr ist. Aber ich hoffe, das kommt wieder, weil eigentlich kommt das jährlich oder halbjährig immer wieder. Wenn die Schule wieder anfängt im Sommer. Dann Yggdrasil Runestone. Root Abyss. Da kriegt man das her. Da kann man eintauschen zu Schlüsseln oder Items. Ich mache es meistens zu Schlüsseln, weil ein Schlüssel 100.000 kostet und dann kann man ein bisschen Geld sparen. Zwar nur ein bisschen, aber immerhin. Dann Firepower Coins ist auch das momentane Event. Ich könnte den Coinshop zeigen, aber ist egal. Firepower ist sowieso in 2 Wochen vorbei. Pipapo. Dann Frontier Coin. Wo habe ich die her? Ich habe keine Ahnung. Ach doch, genau, das war irgendwie so eine Level 200er Ebene und dann bin ich da reingegangen und dann konnte man Coins sammeln. Inkwell heißt der Typ, der mich da hingebracht hat und keine Ahnung, was die bringen. Sehen aber lustig aus. So, Monster Park Coins habe ich schon erzählt. Evolving Coins aus dem Evolving System. Und damit kann man sich, was kann man sich damit nochmal kaufen? Man konnte sich irgendwas Cooles damit kaufen. Genau, Bücher. Bücher um seine Skills, Skills hier zu verbessern. Aber der Zyklus hat das eh nicht nötig, weil der Zyklus kann von Anfang an alle Skills maxen. Das ist sehr schön an den Zyklus-Kämpfern. Dann sind wir mit etc. durch. Jetzt haben wir hier Stühle. Soll ich die auch präsentieren? Ich weiß es gar nicht. Ja, kann ich mal machen. Den hier habe ich aus dem Premier Mini Dungeon. Das hier ist der normale Zyklus-Stuhl. Das hier habe ich, glaube ich, auch aus dem Premier Mini Dungeon. Den hier habe ich vom Balrog gekriegt. Das hier ist, wie man schon an dem Namen erkennen kann, von Saku.
Dann der hier ist auch von Sakum, der hier ist auch von Sakum, ne? Das sieht man ja alles. Keine Ahnung, warum ich das noch vorführe. Pink Bean Magic Chair ist von einem Pink Bean Event. Da habe ich den her. Dann den Darkness Stuhl habe ich mir im Flohmarkt gekauft. Einfach weil er witzig aussah und gerade günstig war. Das hier ist aus dem Firepower Event. Den kriegt man aus den Kisten, die gedroppt wurden. Ist aber nicht mehr, glaube ich, nicht mehr gedroppt werden oder so. Ich bin mir nicht mehr sicher. Da Mercury Chair. Das war für den Planeten Event. Dann habe ich hier noch den Jupiter Chair. Ich habe noch mehr von diesen Chairs. Ach, hier sind noch mehr. Da sind noch die anderen Planeten. Uranus, also dein Anus. Dann Saturn. Geiz ist geil. Und dann hier diesen Liebesstuhl für getraute Einsamkeit. Dann da habe ich einen Dragon Chair, keine Ahnung woher. Weiß ich ehrlich nicht. Dann habe ich hier noch einen Pink Bean Chair, den habe ich auch hier, den habe ich doppelt. Oh, wusste ich gar nicht. Den habe ich von Pink Bean gedroppt gekriegt, also von dem Boss. Dann das hier ist auch aus dem Content Book Event, das hier noch anläuft. Hier, Content Book, könnt ihr euch noch holen, wenn ihr wollt. Genau, das hier habe ich aus dem Black Heaven Event, das hier oben links nochmal blinkt. Jetzt aber nicht mehr, weil ich das schon fertig habe. Dann das hier habe ich, glaube ich, auch von dem Premium Mini Dungeon. Dann das hier von Pink Bean, bla bla bla. Darauf gehe ich nicht näher ein. Ich benutze nur das hier, weil das. Ne, benutze ich gerade gar nicht. Das hier läuft ab und dann benutze ich das hier, weil das hier gerade Allstats plus 50 bringt, was auch eine Menge ist. Moment. This item has expired. Ah, man kann das behalten. Aber es bringt mir jetzt nichts mehr. Toll. Ja, da muss ich jetzt das andere anziehen, und zwar das hier. Okay, jetzt bin ich auch um 1000 stärker. Oder habe ich hier noch was Besseres? Moment. Das ist nicht besser. Ist auch nicht besser. Ist auch nicht besser. Hä? Moment. Was? Ich verstehe gar nichts mehr. Hat das jetzt gewechselt? Okay, ich bin jetzt ein bisschen stärker geworden. Das ist cool. Das ist aus dem momentanen Event, von diesem Bienen-Event. Hier Honig. Blablabla. Bla, bla. Dann kann man hier so ein Schmetterling machen. Alter, das Video geht schon 40 Minuten. Wie die Zeit verfliegt. What the fuck? Chairs. Genau, dann habe ich das hier aus Friend Story. Cooler Stuhl. Also einen habe ich aus Friend Story, den anderen aus diesem Content Book. Man konnte sich deswegen zwei aussuchen. Eigentlich geht nur einer. Dann habe ich einmal hier Orchid und einmal Cygnus. Weil das ja zwei süße Girls sind, ja. Lächerlich. Ich bechere mich weg. Okay. Und hier habe ich einmal Constant Psy. Den habe ich bekommen, weil ich 30 Charm Level hatte. Und pro 10 Charm Level bekommt man, glaube ich, noch einen anderen. Was aber ziemlich blöd ist, dass die Dinger ablaufen. Bei MapleStory Global laufen die Dinger nicht ab. Hier jedoch schon. Deswegen lohnt es sich gar nicht, die zu sammeln und Charm zu leveln. Also weiter zu leveln als 30. Das ist ein bisschen schade, aber machst du nix. So, ich glaube, ich bin jetzt durch endlich mal, nicht? Hat ja gar nicht so lange gedauert. What the fuck, ich habe euch jetzt auf den aktuellen Stand gebracht. Wie gesagt, MapleStory kommt erstmal nicht, sondern im März. Im März seht ihr dann diesen Charakter in Action, da werde ich dann Bosse machen und Tutorials vielleicht sogar, wer weiß. Und sollte Kinesis dann noch früher rauskommen als gedacht, wird es auch einen Start geben von dem Kinesis. Also von 0 auf 100 mindestens. Mal gucken, ob es auch noch weitergeht. Also, boah, ich habe schon Bauchschmerzen, glaube ich, vom Reden, Alter. Das ist ja krass. Puh. Ich meine, ich spiele ja momentan auch gerade Naruto. Und da ist das, das ist viel leichter mit dem Reden, weil es halt das Story gibt. Und hier muss ich alles selber machen. So, habe ich noch was zu erzählen? Habe ich irgendwas vergessen? Irgendwas Wichtiges? Das hier sind alle meine Skills, aber die Skills so einfach so zu sehen, ist ja langweilig. Deswegen sage ich mehr dazu, wenn man sie in Action sieht. Das hier ist mein Drache, hier sind das sind meine Fames. Hier sind nochmal alle meine Rüstungen zu sehen. Meine Gilde, die eigentlich nur aus zwei Leuten besteht, theoretisch. Aus Phantom. Phantom LP ist, glaube ich, sein Kanal. Und mir.
nur halt sind Tausende, also alle unsere Charaktere, so gut wie alle, in dieser Gilde drin und deswegen überlebt die Gilde irgendwie. Zwar nicht auf eine gute Art und Weise, aber sie überlebt. alles erzählt, bla 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 bla. Das Herz habe ich nicht, weil ich nicht verheiratet bin. Genau, weil sich das hier gar nicht lohnt und einfach viel zu teuer ist. Dann das hier ist Plexle, das ist eine Ausrüstung. Ne? Also ich erzähle jetzt noch was zu dem. Der ist Level 180 in Eva. Nein, komm, Spaß. Oh Gott, Alter, ich habe jetzt gerade... ich muss mich erstmal hinlegen, glaube ich. Ich brauche erstmal einen Schluck Wasser, mein Hals fühlt sich gerade so trocken an. Aber ich vermisse das irgendwie. Ich vermisse es irgendwie, so viel zu labern, einfach so. Und Maple-Story bietet sich da ganz gut an. Bei Maple-Story kann man echt schön und viel labern. Hier haben wir auch noch, was bist du? Ein Archmage auf Level 205, er ist höher als ich. Dislike, Spaß. Hier gebe ich einfach mal ein Fame, einfach weil ich es kann. Soll ich? Verdammt. Er ist gerade weggegangen. Naja, Pech gehabt. Also, ADM, wenn du das Video hier siehst, ne, du kannst nochmal zu mir kommen. Boah, das... Was ist das für ein Pet? Das habe ich noch nie gesehen. Das ist süß. Das will ich haben. Ja. Das war's. Das war mein Update. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Geduld. Bald wird mehr kommen. Ist in spätestens einem Monat. Also, bleibt mir nur noch zu sagen. Ciao mit V. Das V steht für Videosplays. Tschö und bis dann. Puh, da bin ich erstmal aus Atem. Ja, ist krass. Aber hat mir gefallen.